Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zur hoffentlich oder wahrscheinlich letzten Folge von Pokémon Blau, das Finale. Wir kämpfen gerade gegen Agathe. Wir haben schon zwei Pokémon, glaube ich, besiegt. Und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt gegen Apollo machen soll. Ich möchte mal Aquaknarre versuchen, ob das was macht. Traumfäuser, bist du doof? Hallo, ich schlafe noch nicht. Ja, das ist... Oh, Volltreffer, geiler Volltreffer. Geh mir weg mit deinem Kung-Fu-Strahl. Nein, schlag dich nicht sehr... Okay, gut. Okay, wie viel Schaden macht das ohne Volltreffer? Ja, ganz ordentlich, würde ich sagen. So, machen wir weiter. Aua, das tat weh. Please don't kill me. Schlag dich gar nicht selber. Und ich habe mich für diese Folge entschieden, weil wir eh nur noch drei Trainer vor uns haben, glaube ich, ungefähr. Keine Ahnung. Dass ich jetzt nicht mal speede und die Folge damit durchfühle. Gegen die Trainer zu kämpfen. Ich hoffe, das wird der letzte Part, wenn wir es schaffen. Auf jeden Fall haben wir Apollo durch. Golbat und Gengar haben wir auch schon durch. Also, Arbok. Wir haben Cobra hier. Hey Cobra, fühle dich begrüßt. So, ich würde sagen, Sander darf hier auch mal kämpfen. Ist eh noch richtig krass gelevelt. Werde ich mal guckt das mal an. 45, die anderen sind schon höher. Komm, das geht doch so nicht. Schlitz die mal auf hier. Aua. Aufgeschlitzt. Volltreffer sogar. Ja, Schlitzer macht sehr oft Volltreffer. Habe ich so bemerkt. Und das ist nice. Ach, der macht gerade Schrei. Die ist paralysiert. Nein, hör auf, sie zu heilen. Aber dass es super tragend so viel Heilung gebracht hat bei ihm. Das zeigt, dass Arbok nicht so viele Leben hat. Nicht so viele Punkte. Lebenspunkte hat. KP. Kraftpunkte. Hör doch auf. Hör doch auf. Schlitz ihn tot. Oder besiegt. Ist mir egal. Mach ihn einfach down. Er soll gehen. Weh. Nein. 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 Warum weißt du aus? Du sollst angreifen. Nein. Warum bist du? Das reicht mir. Top Genesung. So. So, jetzt geht's aufs Maul. Okay, Gang, noch ein Gengar. Der hat noch. Sie hat noch ein Gengar. Warum? Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Noch eins. Level 60. Auch gerade vergessen, was der vierte. Oh, doch, jetzt weiß ich es wieder. Nein! Wir können was sein, wir können was machen. Taubos heilen. Zu Taubos tauschen. Nein, zu Taubos tauschen. Und solange der keine Wings-Attacke hat. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Ja. Ja, lass liegen. Okay, das war dumm. Das war echt dumm. Weil ich jetzt sterbe. Durch mein Gift. Oder auch so. Ich probiere ihn noch ein wenig aus, ja? Lass mich. Beleber auf Taubos. Heilung auf Taubos. Switchen auf Taubos. Taubos Attacke benutzen. Das war eine normale Attacke. Ich bin schlau. Ich mache aber ziemlich viel Schaden. Oh, ich habe gesagt, ich springe bevor, oder? Oh, sorry. Nein! Das war zwar ein Crit, aber du hättest ihn noch gleich killen können. Das meine ich. Jetzt heilt er sich bestimmt wieder. Oh, mit deinem Toxin. Ich will nicht vergiftet werden. Egal, solange du jetzt besiegt bist. Komm, mach einen Crit. Mach einen Crit. Nein, natürlich nicht. War klar. Ich fliege jetzt. Ist mir jetzt egal. Das macht viel mehr Schaden. Aua. Daneben, haha. Ich weiß, er wird sich jetzt wieder heilen, deshalb gehe ich nochmal fliegen. Oh, ich dachte, er wird sich heilen.
2 weitere Trainer, dann sind wir durch. Wirklich, du bist ganz besonders. Du bist ein ganz besonderes Kind. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meint. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, mein Junge. Ja, ist okay. Holy Scheiße. So, Heilung benötigt. Hyperheiler, zweimal bewenden, hier einmal hier. Und der nächste Trainer, ich sag euch, der nächste Trainer, der wird auch nicht ohne, der ist auch nicht ohne. Go. So, große Halle und da haben wir ihn. Ich habe bereits von dir gehört, Mike. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar, zumindest Pragoran. Und das habe ich dreimal. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Mike. Das werden wir mal sehen. Oh, ich fange mal an, Gewehr aus. Weil du ja kein einziges Pokémon, was einen Typ Drache hat. Also zumindest in den späteren Spielen. In diesem Spiel gibt es noch keine Typ Drachen. Und ihr seht schon die Level. Das ist der vorletzte Trainer. Und es gibt noch einen Champion. Der ist auch echt schwer. Hyperstrahl kann der Hyperstrahl. Super. Ich wollte gar nicht angreifen, aber okay. So, ich tut mir leid, ich muss jetzt vorspulen. Oder möchte, wie wir machen. So. Ja, ich sterbe hier gerade, das merke ich. Komm, ich heile jetzt erstmal hier Dings. Übertragen. So. Okay, der hat jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund die Arena-Leiter, den Arena-Leiter für ihn. Ja, auch mit seinem Hyperstrahl! Das macht Schaden! Warum macht das so viel Schaden? Das gibt es nicht. Besieg ihn. Ich bin fast tot, ich weiß. Ich verliere gerade die Hoffnung, ja? Okay, lass mich in Ruhe. Warum macht das so viel Schaden? Aus so einem Grund, okay. Geil. Aus so einem Grund brennt er jetzt, okay. Ich möchte eigentlich heilen. Die anderen Pokémon kann ich das hier nicht schaffen. Oh mein Gott, ich hab noch eine Hoffnung. Oh mein Gott, ich hab noch Hoffnung. Verbrenne! Oh mein Gott, Garados ist down. Warum auch immer er so stark war. Der hat noch viel, viel stärkere Pokémon. Dragonier. Fuck! Jetzt habe ich Angst beim letzten Gegner. Wenn ich es überhaupt bis dahin schaffe. Ich bin ja jetzt schon hier richtig. Ich werde ja jetzt schon richtig vermöbelt. Seht's ja. Ich hab noch einmal, oder? Als ob ich meine Hypertränke weg. Oh, okay. Top-Tränke. Top. Wo ist mein Top-Trank da? Ich wollte eigentlich mich heilen. Da kann ich nämlich mit Biss mega viel Schaden machen.
können sie mega viel kassieren. Ist mir jetzt egal, dass ich verschwinde. Das müsst ihr jetzt akzeptieren. Das ist jetzt mir egal. Noch ein Dragonier. Okay. Machen wir das. Machen wir nicht. Das machen wir. Bock. Ich hab echt keinen Bock. Yes! Yes! Wie viele Pokémon hat er noch? Level 52, geil! Yes! Die stärkste Attacke von Turtok! Hydro-Pumpe! Yes! Hydro-Pumpe! Zwei Pokémon noch. Aerodactyl, das machen wir. Ganz ruhig. Das schaffen wir noch. Nein, schaffen wir nicht. Oder? Wie viel Schaden macht Hydro-Pumpe? Das ging daneben! Komm runter! Lass deinen Hyperstrahl, Hydro-Pumpe! Wie viel Schaden, das macht... Scheiß! Sorry. Oh mein Gott. Ich schwitze gerade total. Nicht nur, weil wir gerade Drago waren. Nicht nur, weil es Winter ist, sondern weil ich hier richtig gerade... Ich kann nicht mehr reden. Dragoran, Level 62. Der kann Blitzattacken. Ich setze das Hyperdrumpe ein, auch mit der Hoffnung, dass es viel Schaden macht. Nein, macht es nicht. Geil. Schädelwumme. Duckt sich. Schädelwumme. Macht nicht viel. Mist. Und das war's. Oder, ich habe nur eine Hoffnung, warte. Ich habe noch kleine Hoffnungen. Wie wär's, wenn wir Handnieb? Man macht nicht viel Schaden. Wie wär's mit Gift? Gift! Gift ist gut! Yes, Gift! Ja! Willst du mich nicht voll drauf bekommen? Seht ihr? Sowas ist da zu gut! Gift! Schau mal, wie viel Gift macht, ja? Und jetzt der Schneider noch dazu. Okay, jetzt der Schneider ist schwach. Noch Stachelspore, wenn das geht. Kann man beides haben? Nein, oder? Nein, kann man nicht. Oh, ich habe keine Pflanzen. Ich mache jetzt die ganze Zeit das. Yes. Nein! Wag es dich. Er kann mich nicht angreifen. Ich kann meine AP leeren. Aber es ist mir egal. Yes! Holy shit! Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Mike. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gary. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Holy moly. So, Beleber. So, Beleber. Wir werden alle brauchen, das kann ich euch sagen. Zumindest denke ich das. So, alle heilen. Alle einfach komplett. Schmeiß alles raus. Das meiste werden wir eh nicht mehr benutzen können. Das ist jetzt der letzte Kampf. Ich möchte nochmal safe selten. Tut mir leid. Go. Der hat so ein geiles Fiende, Gary. Hey, Mike. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet, Mike. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Mike, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Das darfst auch du. Du wirst
jetzt wieder gemacht von Honmi. Tauber, es hat keine Chance, keine Chance. Du wirst jetzt richtig gehackt. Down, 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 down. Down, 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 down. Tauboss ist schon mal down. Okay, noch 5 weitere Pokémon von ihm. Simsala, nein, der Simsala. Okay, zumindest lässt er mich angreifen. Oh, das macht voll viel Schaden, das macht voll viel Schaden! Okay, warum macht er auch immer Genesung? Macht's halt, mir egal. Ja, eigentlich nicht, aber ist mir egal. Ja, okay, okay, das war mir doch egal. Das macht er aber... Okay, nice. Dann kommt noch mal ein Volltreffer und dann haben wir ihn. Aber ich würde es schaffen, oder? Doch! Noch mal ein Volltreffer! Ja, danke, Crits! Einmal waren die Crits auf meiner Seite. Noch 4 Pokémon. Und Level 53. Voll verdient. Super verdient. Rizeros. Oh yes, das will mit down machen. Jetzt machen wir so down. Das machen wir so richtig down. Hydro-Pumpe. Du, noch 3. Garados. Garados. Mein Erzfeind kommt zurück. Saatze, willst du noch was? Oh, das bringt nichts, oder? Warum muss er auch den Garados haben? Warum ist... Gift. Hyperstrahl, Hyperstrahl. Ich lebe noch! Naja, schon vergiftet. Das war ja echt viel Schaden. Das war ja wirklich viel Schaden. Ist mir egal. Das war's wert. Danke, Saatze. Das war's wert. Bis. Yes, 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 yes. Er wird sterben. Außer er heilt sich. Top, okay, ich spule nicht mehr vor, okay? Ich spule es nicht mehr vor. Ups, sorry. Da war kurz kleiner Cut. Ich bin wieder da. Safe State. Okay. 2 Pokémon, ein Arcani. Das ist mir so, so recht. Denn meine letzte Hydro-Pumpe setzt sich jetzt auf Arcani ein. Yes. Jetzt habe ich nur noch Angst wegen Bisaflor, weil ich habe keine Ahnung, was gegen Bisaflor machen soll. So, okay. Was? Okay, ich wollte schon sagen, du. Nee. Du gehst mir weg, Alter. Oh mein Gott. Bisaflor, was mache ich gegen Bisaflor? Was mache ich gegen Bisaflor? Level 54, okay, ist ja cool, aber Bisaflor kommt jetzt und das ist bestimmt Level 70 oder so ein Müll. Tauboss vielleicht? Ich weiß es nicht. Welchen Level? 65, okay. Alles klar, Alter. Ich muss es schaffen. Das ist das letzte Pokémon. Das letzte Pokémon! Okay, was macht er? Nein, nein! Solarstrahl setzt da ein, nein! Solarstrahl ist die stärkste Attacke, die Bisaflor machen kann. Und Hydro-Pumpe die stärkste, die Totok machen kann. So, okay. Okay, so läuft's gut, so läuft's gut, so können wir's machen. Ich hoffe, da heilt sich nicht mehr, du heilst dich nicht mehr, nein. Rasierblatt, das ist mir so egal, mach einfach. Ist mir so egal, ich mach dich down, Alter, ich mach dich richtig fertig. Ich schwitze bis zum geht nicht mehr. Es soll einfach nur enden. Es soll enden. Ist mir egal, ob die Folge jetzt überzogen wird oder nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange die ist. Weil ich, wie gesagt, einen Cut gesetzt habe. Aber es ist mir so egal. Wir werden das euch so überschaffen. Lass mich in Ruhe mit dem. Du lässt es jetzt. Lässt es jetzt. Mach ihn. Oh, okay. Warte, ich muss mich halten. Heilen. So, okay. 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 Yes, komm. Lass mich in Ruhe mit deinem Solarstrahl. Du killst mich eh nicht. Siehst du? Eh nicht. Komm, bitte. Jetzt wetten, der Hals haltet sich, wenn er sich jetzt noch heilt. Nein, wehe. Wehe, der heilt sich jetzt noch. Das ist jetzt die Pokémon, das müssen wir schaffen.
Oh Gott. Wenn Taurus das schafft. Wenn Taurus das schafft mit einem Levelabschnitt, von dem Levelunterschied von 19, glaube ich, wenn ich jetzt Mathe könnte. Dann. Yes! Volltreffer! Yes! Ich hab's durch. Oh mein Gott! Vielen Dank, oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist fertig, es ist vorbei. Wir haben das Spiel durch. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Das ist mir so egal, Mann. Das ist mir so egal. Wieso habe ich verloren? Wieso haben meine Pokémon doch so sehr sorgfältig aufgezogen? Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Mike! Pokémon, Pokémon, genau. Was soll ich? Kann ich mal reden, Alter? Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Shigi auf den Weg gemacht hast. Mike, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich gehört habe, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Mike, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienen war. Deine Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Mike, folge mir. Gerne doch. Herzlichen Glückwunsch, Mike. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champion der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Mike, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Mike, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Und da sind die Credits. Und zusammen mit Skrullte auf Level 44. Ups, kurz lag. Geil. Taubos auf Level 46. Und mit einem Zeiste. Nee, machen wir nicht. Doch, machen wir. Und mit einem Sander auf Level 45. Satze Level 48. Relaxo Level 46. Und einen Labrador Level 50. Spieler Mike, 30 Spielstunden habe ich hier insgesamt geopfert für dieses sagenhafte Let's Play. Sehr gut, du hast dir sehr viel Mühe gegeben. Hole dir bei meinem Gehilfen einen Detektor ab. Wow, den gibt's ja auch am Ende des Spiels. Wow, gut. Und jetzt haben wir die Credits. Pokémon Blaue Edition. Leute, mir hat das Let's Play mega Spaß gemacht. Und es war auch sehr, sehr cool. Am Ende hin habe ich dann schon viel verzweifelt. Es war viel schwieriges, vor allem jetzt hier am Ende, weil ich totgeschwitzt, weil es erstens so warm ist und zweitens so anstrengend ist gegen die. Vor allem in dieser Gen, das ist das größte Problem. Die Liga, die ist sehr, sehr stark. Man kann auch nicht wirklich leveln hier in dieser Gen. Das ist halt das größte Problem, mein größter Kritikpunkt so gesehen. Ich gebe jetzt keine Punktzahl ab, weil ich nicht so gut in sowas bin. Aber wenn ich jetzt Punkte abgeben müsste, ich würde es vielleicht sagen 7 von 10, 8 von 10 oder so. Weiß ich nicht. Bin halt nicht so gut in sowas, aber ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Und ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch in der Top 4 geschlagen habt. Und was ihr allgemein zu dem Spiel fand, wie ihr das Spiel fandet. So. Ihr könnt auch gerne ein paar Kritikpunkte und so erwähnen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch so was machen würdet.
das nächste Pokémon-Let's-Play von mir wird dann auf jeden Fall Pokémon Let's Go Evoli sein. Danach kommt dann der Nachfolger von dem Spiel, und zwar Pokémon Silber. Und dann würde ich sagen, genießen wir noch in dieser überlangen Folge diese schönen, wunderbaren Credits, die mir zeigen, dass ich das Spiel durch habe. Ich weiß, es gibt noch Mewtwo und es gibt noch Arctos Zapdos, aber es ist mir egal. Das ist mir jetzt egal. Ich bin durch. Ende. Yeah. Irgendwas. Hallo? Ich kann nichts drücken. Passiert noch irgendwas? Jetzt passiert was. Oh. Jetzt startet das Spiel. Gut. Ich glaube, das war's dann auch mit dem Spiel. Lass mal sehen. Weiter. Lass mal sehen. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier. Okay. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte gerne eine positive Bewertung da. Abo könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Dann wisst ihr nämlich, wann ich ein neues Projekt starte. Hier irgendwo könnt ihr dann, habt ihr die Möglichkeit, neue Projekte von mir zu erkundschaften. Und wenn, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch auf die nächste Folge vorbei. Haut rein. Und ciao, Leute.